Nach Bastrika scheint ein ganz großer Bruch zu kommen, weil die fast alle Pranayamas, die danach kommen, in die Stille führen. Ich sagte schon, einer ist da, der macht dann so eine Weichenstellung wieder zurück in den Alltag, aber alle anderen führen uns in die Meditation. Vielleicht ist es aber doch gar nicht so ein großer energetischer Bruch wie gedacht, weil ich merke bei Bastrika im Anschluss, dass mein Geist sehr, 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 sehr still ist. Ja, also irgendwie, als wenn alle Gedanken mit diesem weggepustet sind. Der Atem ist ganz still oder ganz minimal und ich habe da aber nichts gemacht. Es geschieht mir in dem Sinne durch diese Form der Atemführung. Brahmari oder Brahmarin, das Bienensummen, bringt da gewissermaßen jetzt wieder so eine Schwingung rein. Und der Quellentext sagt uns in nur einem einzigen Vers, nämlich 2,68, die Einatmung ist schnell und ungestüm und bringt den Summton der männlichen Biene hervor. Die Ausatmung ist sehr langsam und erinnert an das Summen der weiblichen Biene. Durch die wiederholte Ausübung dieser Übung erscheint im Geist der großen Yogins eine beseligende Heiterkeit. Ja, es ist ein stimmungsmodulierender Pranayama, könnte man sagen. Der Quellentext gibt eine ganz komische Anweisung, nämlich einatmen wie eine männliche Biene, ausatmen wie eine weibliche Biene. Ich vermute mal, noch keine und keiner von euch hat je darauf geachtet, wie männliche und wie weibliche Bienen klingen und so weiter. Also ich habe das irgendwie auch immer noch nicht wirklich auf dem Schirm. Wahrscheinlich, weil die männlichen Bienen einmal nur kurz auftauchen und dann wieder alle weg sind. Ja, und den Tag kriege ich meistens nicht mit, wo sie alle rumschwirren und ganz laut brummen. Aber es gibt ja unterschiedliche Bienenarten. Und ich bilde mir dann immer ein, wenn es diese großen schwarzen Bienen sind, die besonders gern die Rosen aufsuchen, die man zum Beispiel in Indien auch ganz viel sieht, die machen, die klingen so wie ein mittlerer Hubschrauber, ja, dann ist damit eher dieses Ungestüme der männlichen Biene und mit die weibliche Biene genannt. Auf jeden Fall sollen diese Töne sich irgendwie unterscheiden. Ja, dass das eine eben zugeordnet ist, auch deutlich dem sympathischen Nervensystem oder dem gelben, roten Sonnenbereich und die Ausatmung eben dem blauen Bereich, dem mondhaften, dem feinen, dem subtilen. Nun ist es so, dass nicht alle Menschen gerne wild und ungestüm einatmen. Die Einatmer, die richtig naturbegabten Einsaugatmer, die machen das von alleine. Also für mich ist eine der leichtesten Übungen. Das entspricht exakt meinem Atemtyp. Einatmen führt zackig, kraftvoll. Der Ausatmen folgt, ist ganz entspannt, ist ganz sanft. Ich weiß aber von den Ausatmern, dass die eben gar nicht so intensiv einatmen wollen, sondern dass die den Einatmen eher kommen lassen wollen. Und das muss man dann irgendwie sehen, wie man das für sich selber so ein bisschen moduliert. Ja, so vielleicht ist dann der Einatmen eher die weibliche Biene und der Ausatmen hat ein bisschen mehr von dem Biss der männlichen Biene. Also fühlt euch da bitte frei, mit rum zu experimentieren. Ich glaube, es geht vor allen Dingen auch darum, diese beiden Polaritäten, männlich-weiblich, männlicher Klang, weiblicher Klang, das eher etwas Kraftvolle mit dem eher etwas Sanften zusammenzubringen und den Geist da rein zu entspannen, damit dann eben diese beseligende Heiterkeit entsteht. Ich mache nochmal die beiden möglichen Varianten vor und du probierst am besten, wenn du mitmachst, dann aus und lässt
deine Körperintelligenz entscheiden, womit du weiter übst. Der Quellentext sagt ja, wiederholtes Üben, also jetzt nicht nur dreimal oder viermal, sondern das macht man schon vielleicht so eine Minute, zwei, drei lang, also so lange, wie einem eben dieses Summen und Flirren auch Spaß macht. Und dann braucht man aber auch einen schönen Zeitraum danach, um die Wirkungen dieses Tuns zu erfahren. Ich demonstriere zunächst einmal das Bienensummen des Einatmentyps. Das könnte ungefähr so gehen. Ja, wobei mein weibliches Bienchen da immer nach hinten oben fliegt, da ist nämlich ein blühender Lindenbaum und da ist sie schon so benebelt und betört von dem Duft, dass sie dahin geht und sie hat, während sie dahin fliegt, natürlich schon die beseligende Heiterkeit. Die empfindet sie schon. Ja, deswegen ist dieses Bienenbild eben auch ganz schön. Die Bienen, die Blumen anfliegen. Für die Ausatmer könnte das folgendermaßen sein. Die Ausatmer haben nicht da hinten ihre Blumen, die Ausatmer haben ihre Blumen da vorne unten. Die sitzen zum Beispiel an so einer schönen Bergwiese mit ganz, ganz vielen Blumen. Ja, und die Biene sieht da eine, die sie ganz besonders anmacht und saust auf diese Blumen zu und lässt sich auf ihr nieder. Also dieses da auch ankommen, sich niederlassen, ist für den Ausatmentyp am Ende der Ausatmung ganz hilfreich und auch sehr angenehm. Die Biene, die einatmet, ginge dann ungefähr so. Nochmal die Einatmer-Variante. Ja, so ungefähr. Bitte denk bei Biene an Blumen. Deine summenden Bienen steuern Blumen an, mit dem Nektar drin. Nektar ist ja etwas, was die Yogis immer interessiert. Amrita, Nektar, ja, sich damit füllen. Und die haben überhaupt kein Interesse an dir und schon gar nicht an Stechen. Also alle Bilder dieser Art, weg damit. Und du bist ein Bienchen, das schon vom Duft der Blume und von der Vorstellung, gleich diesen Nektar zu saugen, in dieser beseligenden Heiterkeit unterwegs ist. So, ich kann dieses Ausatmen-Bienensummen auf die Dauer nicht gut machen, es erschöpft mich. Also du wirst mich jetzt immer als so eine einatmenbetonte Biene hören und du probierst vielleicht erst aus und wenn du merkst, dass die Ausatmenbiene passt besser zu dir, dann wählst du die. Ja? Okay. Dann richte dich ein im Sitz. Nimm erstmal ein paar ruhige Atemzüge und je nachdem, was dich sowieso mehr anmacht und anlacht, visualisiere entweder hinter dir so einen schönen blühenden Baum, blühend, duftend, oder vor dir eine üppige Blumenwiese oder einen großen Rosenbusch oder ein Feld mit Erdbeerpflanzen oder was dich sonst so richtig erfreuen könnte.
Schenk dir ein Lächeln. Und bitte, wenn du summst, lächle auch in dich hinein, schmunzle in dich hinein. Und jetzt beginnen wir. Kein Kumbhaka, einatmen, kurz innehalten und summen. Der Ton soll tatsächlich dieses Flirrende haben, dieses Unregelmäßige, ja, dem du dann auch interessiert lauschen magst. Fahr fort. Einmal. Dann diesen Pranayama, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, in dir nachklingen, in dir nachwirken. Ist da beseligende Heiterkeit im Geist, vielleicht auch einfach nur Ruhe, Frieden, ein angenehmes Gefühl. Vertiefe dann dein Atmen.
Dass du bereit bist, wieder die Augen zu öffnen. Nach meiner Erfahrung ist Brahmari für viele Teilnehmer eine sehr, sehr angenehme Atemübung. Für viele ist dieses Bienensummen, überhaupt das Summen, etwas, was ihre Befindlichkeit und ihre Stimmung hebt. Vielleicht noch nicht beseligende Heiterkeit, aber auf jeden Fall heiterer. Und es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Form der Prana-Lenkung.